Nur eine Tasse dieses Saftes entfernt Schleifs auf ihre Lunge und lindert Grippe und Husten schnell. Wenn wir Grippe und Erkältung haben, kann sich Schleif in unseren Lungen ansammeln und eine Verstopfung der Puls verursachen. Dieses kann zu Atembeschwerden und Husten führen und uns nachts sogar schlaflos machen. Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, Elfmeter mit Ihnen zu teilen, das nicht nur Schleiß auf Ihre Lunge entfernt, sondern auf Ihre Husten- und Grippe-Syndrome schnell reduziert. Dieses Mittel ist gar natürlich und die Zubereitung dauert nur 5 Minuten. Die erste Zutat dieses Mittels ist Ananas. Ananas enthält Bromelain, eine Art Enzym, das starke entzündungshemmende und schmerzlindernde Eigenschaften hat. Bromelain kann bei Atemwegsproblemen helfen, die mit Allergien und Asthma verbunden sind. Es hat auch schleiflösende Eigenschaften, die helfen, überschüssigen Schleif auf der Lunge aufzulösen und auszustoßen. Die Forscher fanden heraus, dass die rohen Extrakte aus Ananas die Fähigkeit hatten, den Schleif fünfmal schneller als rezeptfrei Hustensaft zu reduzieren und Patienten dabei zu helfen, sich 4 bis 8 Mal schneller zu erholen. Bromelain in Ananas hilft auch, ihre Hustensyndrome zu reduzieren. Bereiten Sie nun ein halbes Ananas vor und zählen Sie sie. Während der Zählen sehen Sie eine Reihe von blauen, säuerlichen Punkten, die als Augen bezeichnet werden. Sie müssen sie entfernen. Als nächstes die geschälte Ananas in kleine Stücke schneiden. Geben Sie die Ananas in einen Mixer. Dann eine Tasse Wasser hinzufügen. Lassen Sie den Mixer laufen, pulverisieren Sie die Ananas mit Wasser, bis sie glatt ist und sich keine Fruchtstücke mehr in der Mixung befinden. Als nächstes müssen Sie den Saft abseihen, indem Sie die Mixung in ein Sieb gießen und das Frischfleisch mit einem Löffel gegen das Sieb drücken, um den Saft vollständig zu extrahieren. Nächstes mixen wir Ananassaft mit Apfelessig. Am
40 enthält Kalium, das den Schleim verdünnt und die antimikrobiellen Ätze säugen, die dabei helfen, krankheitserregende abzutöten, die Infektionen verursachen, die zu Husten und verstopften Nase führen. A40 ist auch ein starkes antibakterielles Mittel. Es hilft bei der Verbindung einer übermäßigen Schlafproduktionsgruppe und hilft auch bei der Aufrechterhaltung eines gesunden pH-Gleichgewicht. Geben Sie nun einen halben Esslöffel A40 in den Ananassaft. Nächstes müssen Sie Honig zubereiten. Honig hat antibakterielle und antimykotische Eigenschaften, perfekt zur Behandlung von Halsschmerzen, Erkältung und Verstopfung durch Schleif. Es legt einen Schutzschicht auf Ihrem Hals ab, löst Ihre Reizungen und lässt Ihre Schleifhäute heilen. Geben Sie nun einen Teelöffel Rohhonig in die Tasse. Schließlich mussten Sie keine Pfeffer vorbereiten. Keine Pfeffer hilft, Staumgen zu beseitigen, indem er den Schleif abbricht und so seine Ausscheidung aus dem Körper ermöglicht. Das Capsaicin in keine Pfeffer regt die Sekretion an und schützt die Schleifhäute der gesamten Atemwege. Es hilft, stehenden Schleif zu entfernen und öffnet die Atemwege. Das Trinken von Kein-Pfeffer-Tees ist auch bei Erkältungen und Grippe von Vorteil. Als Prise Kein-Pfeffer in die Tasse geben und gut umrühren. Ihr Getränk ist fertig. Sie sollten es sofort nach der Zubereitung einnehmen, um den größten Nutzen zu erzielen. Tun Sie diese vorzugsweise morgens und auf nüchternen Magen.